Hallo Internet, liebe Freunde des digitalen Publizierens und natürlich vor allen Dingen hallo Mobile Geeks Leser. Wir müssen wieder mal reden. Es ist jetzt der 14. Oktober und ich glaube, das ist so das wichtigste Video, was ich jemals aufgenommen habe in Bezug auf, naja, die Karriere, unsere Karriere, meine Karriere im Blogging. Das mache ich jetzt im 15. Jahr, publiziere ich online. Und im letzten Jahr, im Dezember, habe ich euch zu Weihnachten eine kleine Ansprache gegeben und euch ein bisschen erklärt, wohin Mobile Geeks will und was wir vorhaben und wie wir uns auch anders aufstellen. Und das war wirklich ein spannendes Jahr voller Erfahrung und eine ganze Menge Erfahrung, die wahrscheinlich auch anderen Bloggern, anderen Publishern geholfen haben, weil was haben wir denn gemacht? Wir waren im Januar das erste professionelle Tech-Blog, das erste professionelle Tech-Medium dieser Reichweite, was ganz einfach gesagt hat, Arrivederci Banner. Wir waren im Grunde genommen das erste Medium mit dieser Reichweite, was gesagt hat, Tschüss Banner. Weil auch wenn Krautreporter 900.000 Euro eingesammelt hat, wir sind von der Reichweite fünfmal so groß wie Krautreporter. Was natürlich nicht heißen mag, dass wir fünfmal so relevant sind wie die Krautreporter. Ich liebe die, ich finde, die machen sensationell guten Content und die haben jeden Euro verdient. Wobei, ihr könnt euch ganz sicher sein, dass ich mit 900.000 Euro ein bisschen mehr Gas geben würde. Aber das ist jetzt nicht gerade das Thema, sondern das Thema ist Mobile Geeks und was wir in Zukunft machen werden. Und deswegen mache ich hier wieder eine Runde durch Taipei. Ich bin hier in einem kleinen, schönen Park hier in der Nähe von unserem Office und möchte euch ganz gerne erklären, was auf euch zukommt, beziehungsweise was wir vorhaben. Das Modell, was wir im letzten Jahr etabliert haben, zumindest für uns etabliert haben, ist nicht aus der Not herausgeboren, sondern es ging uns ganz einfach darum, dass wir keinen Bock mehr hatten, auch nur noch ansatzweise uns irgendwelchen Vermarktern gegenüber prostituieren zu müssen. Das heißt, es gibt einfach Firmen da draußen, die knallen euch entsprechend die Kanäle mit den lustig bunten Bannerwerbungen zu und machen mit unserem Content Geld. Und von den Erlösen, die darüber eingestiegen werden, nehmen sie sich 30-40%, je nachdem, bei wem ihr seid. Das wollten wir nicht mal. Das kann ja nicht sein. Irgendwie waren die Vermarkter oder sind die Vermarkter nach wie vor noch die Pimps des Internets. Weil sie erstellen keine Mehrwerte, sie erstellen keinen eigenen Content, verdienen da aber ordentlich dran mit. Nun, für viele ist das ganz wichtig, weil nur so können sie Geld verdienen. Ich glaube, wir haben aber ganz gut gezeigt, dass es auch anders geht. Und wie ihr jetzt sehen könnt, auf Mobile Geeks gibt es keine klassische Bannerwerbung, aber wir schauen uns einfach mal an, wie das auf anderen Webseiten aussieht und wie das bei uns aussieht. Lass uns mal schauen, wie andere Seiten das machen. Hier habe ich euch mal kurz Spiegel Online aufgehört. Ihr habt zum Beispiel auf der Startseite hier eine fette Werbung, aber wir gehen jetzt einfach mal in einen Artikel rein und dann sehen wir sofort, was da passiert. Hier wird jetzt eine Anzeige aufgebaut, irgendwann mal, die lädt und lädt und lädt und lädt, ja, ganz genau. Übrigens, ausnahmsweise habe ich hier kein Skinning drumherum. Ah, da kommt es. Da könnt ihr es sehen. Geht auch sofort ein Video los. Könnte ich auch noch anmachen, schön mit Sound. Beziehungsweise es wäre mit Sound. Wir gehen mal weiter runter. Da seht ihr eine Werbung für deren eigenes Portal. Das ist Bentoo. Was kommt da? Edition Advertising. Das ist von denen. Okay. Dann gibt es hier eine Immobiliensuche. Dann hier eine Ligatus-Anzeige. Dann da 1, 2, nochmal 3, Spiegel-Abo könnt ihr abschließen, da ist eine Anzeige für Halo-Produkte, dann nochmal hier in Ligatus rein, da packen sie entweder Ligatus oder nochmal in Google AdSense rein und hier unten eine ganze Menge Klicks auf Links zu Affiliate-Seiten bzw. Seiten, die Spiegel direkt dann vermietet hat. Also wie viele Banner haben wir drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn wir den auch noch mit reinnehmen, 10, 11, 12, ja und dann nochmal, ich weiß es nicht, 15, 20 Seiten oder so. Also irgendwas zwischen 12 und 30 Werbeplätze um den Content drumherum. Wie sieht das eigentlich bei einer Seite wie Chip aus? Guckt euch das mal an. Das ist all das, was ihr direkt seht, wenn ihr die Seite aufruft. 1, 2, 3, 4, 5 Banner, das ist ein Video, was direkt losging. Und dann haben wir hier auch noch 1, 2, 3 Werbelinks, die Pop-Ups raushauen. So sieht das auf Chip aus. Jetzt gucken wir mal auf Mobile Geeks. Das ist unsere Startseite. Nicht ein Banner da drauf.
Nada. Nichts. Jetzt gehen wir in einen Artikel rein. Da könnt ihr zum Beispiel einen Artikel innerhalb unseres Software-Hubs sehen. Der wird von Microsoft gesponsert. Pass mal auf, was passiert. Bam. So klein ist dieses Banner da drin. Nochmal, das ist nicht klickbar. Da ist kein Tracking dahinter. Da ist nichts hinter. Das ist all das, was wir hier an Werbebannern haben. Ebenso, wenn wir auf unseren Smartphone-Hub gehen, da haben wir Asus drin. Buff wird das klein. Und das Powered by ist kaum noch zu erkennen. Ohne diese Sponsoren könnten wir das gar nicht so umsetzen. Nun, wie soll das in der Zukunft aussehen? Das zeige ich euch mal hier. Das ist unser Testserver jetzt hier gerade. Passt mal auf, ihr scrollt durch, scrollt und scrollt und scrollt. Und guck mal, was jetzt hier gerade passiert ist. Gehe ich mal ein bisschen näher ran. So, da könnt ihr das sehen. Das ist also in Zukunft unser neuer Slider, mit dem ihr uns unterstützen könnt. Da fragen wir, hat euch dieser Artikel gefallen? Dann teilt den doch bitte auf dem sozialen Netzwerk oder nutzt zum Beispiel Flatter, LaterPay, PayPal, geht in unseren Shop hinein oder über Amazon, dass ihr Supporter-Zertifikate kauft und dann könnt ihr uns unterstützen. Und wisst ihr, was das Tollste ist? 10% von diesen Einnahmen gehen auch noch an Kiva.org, also an eine Charity. Und ich denke, das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Und unsere Seite sieht einfach dadurch eine Ecke geiler aus. Das war der Grund, warum ihr keine Adblocker mehr braucht. Übrigens, schöne Grüße an diesen oder in diesem Moment an die EO GmbH, die, ich glaube, so dieses Jahr irgendwie so 20 Millionen Euro Umsatz gemacht haben, indem sie das Internet verbessern wollen, die Robin Hoods, die auch wirklich alles versuchen, möglichst täglich, da unsere kleines Mini-Banner, das Branding, wo kein Tracking-Code hinter ist, wo keine Skripte hinter sind, wo keine Links hinter sind, auch selbst das wollen sie rausblocken. So viel haben die mit der Verbesserung des Internets zu tun, nämlich gar nichts. Aber die EO GmbH bzw. Adblock Plus bzw. Gatekeeper, digitale Wegelagerer, das ist hier nicht mein Thema, sondern mein Thema ist ganz klar, wie starten wir die nächste Stufe für Mobile Geeks und die nächste Stufe der Monetarisierung. Und da geht es um euch. Wir rollen heute ein neues kleines Feature raus, das werdet ihr unterhalb der ganzen Artikel, der ganzen News, der Testberichte und so weiter sehen können. Das ist so ein kleiner Slider. Da fordern wir euch einfach auf, beziehungsweise fragen euch, hat euch dieser Content gefallen? Ist das ein Content, den ihr gerne weiterempfehlen würdet? Dann vielleicht teilt ihr den oder liked den und haut es in die sozialen Netzwerke, beziehungsweise empfiehlt den Content euren Freunden, eurem ganz persönlichen Netzwerk. Oder aber, das war sogar so gut, dass ihr denkt, pass auf, wir möchten gerne Mobile Geeks unterstützen. Wir möchten, dass weiterhin so ein Content produziert wird, unabhängiger Content, unabhängig von Firmen, unabhängig von Vermarktern und vor allen Dingen auch unabhängig von Meinungen und natürlich auch zum Teil Mainstream-Meinungen, weil ich glaube, wir haben in den letzten Jahren nicht nur einmal bewiesen, dass wir zum einen alle eine große Klappe haben und zum anderen, ja, so ziemlich von niemandem was sagen. Was so ziemlich? Wer soll uns das reinigen? Ist ja unsere Plattform, unsere Meinung, unser Content. Und das ziehen wir auch durch. Wenn ihr meint, dass das unterstützenswert ist, dann könnt ihr das jetzt tun. Und da haben wir eine ganze Menge Optionen im Moment reingebaut. Das heißt, ihr könnt das über PayPal machen, ihr könnt das über Flatter machen. Wir haben LaterPay eingebaut. Plus, was wir auch noch machen ist, wir haben einen kleinen Shop erstellt. Da könnt ihr Produkte, Merchandising-Produkte kaufen von Mobile Geeks. Ihr werdet euch ein bisschen wundern, warum die so hochpreisig sind. Aber auch all das ist in dem Artikel erklärt, der hier unterhalb des Videos verlinkt wird. Und was ihr auch noch machen könnt, ist, ihr könnt Zertifikate über Amazon kaufen, indem ihr oder mit denen ihr dann entsprechend Mobile Geeks unterstützt. Warum machen wir das alles? Das ist relativ einfach. Wir möchten ganz einfach nicht nur auf einem Standbein stehen, auf einem finanziellen Standbein. Unser finanzielles Standbein ist, dass wir die Möglichkeit hatten, dass Firmen wie Asus oder Microsoft es wirklich begriffen haben, was wir hier vorhaben. Dass sie auch begriffen haben, dass der Bannerwerbemarkt ein Auslaufmodell ist. Übrigens ist das dann auch ein Auslaufmodell für all die Adblocker, die letztendlich mit Bannerwerbung Geld verdienen. Was ganz, ganz lustig und paradox ist. Aber so ist die Geschichte nun mal. Die Asus, Microsoft haben es ermöglicht, dass wir dieses Jahr uns so aufstellen konnten. Dass ihr dieses Jahr eine extrem schnelle Seite habt, ohne Skripte dahinter, ohne Tracking dahinter, beziehungsweise nicht so, wie ihr es von anderen Seiten mit der ganzen Bannerwerbung gewohnt seid. Und
dass wir ja eine cleane Seite vom Design her haben, ohne dass irgendetwas sich durch die Gegend flackert. Aber das haben noch nicht alle da draußen so begriffen. Nach wie vor ist immer noch ja das Gießkannenprinzip angesagt. Das heißt, möglichst viele Banner raushauen, möglichst viel Reach haben, obwohl diese blöden Banner eine Klick-Through-Rate von 0,12% haben. Aber die Vermarkter finden das immer noch ganz klasse. Natürlich, wie auch anders, weil die verdienen ja daran. Und somit haben wir immer noch diesen blöden Teufelskreis. Wir wollen da raus. Wir haben die erste Säule der Finanzierung im letzten Januar aus dem Boden geklöppelt. Das sind unsere Sponsoren. Wir arbeiten daran, dass wir das hinbekommen und dass wir noch mehr damit da mehr auf die Seite bekommen. Aber wir glauben ganz, ganz stark daran, dass ihr, die Mobile Geeks Leser, uns hier weiterhelfen könnt, indem wir die Möglichkeit haben, mehr Cashflow zu generieren und natürlich dann auch die Seite weiter zu verbessern. Nun, was machen wir mit dem Geld, was wir über euch einnehmen werden? Das ist relativ einfach. Zum einen ziehen wir bis Ende des Jahres in ein neues Office um. Genauso wie die technische Landschaft sich verändert hat, müssen wir uns bei Mobile Geeks auch verändern. Das heißt, wir haben ein Office, beziehungsweise in Aussicht, da werden wir reinziehen, wo ein kleines Apartment mit dran ist. Denn wir möchten in Zukunft neue Formate etablieren. Und diese neuen Formate, das sind vor allen Dingen Livestreams. Ihr werdet von Nicole und von mir möglichst wöchentlich, wenn wir das hinbekommen, ansonsten aber mindestens zweiwöchentlich, ein neues Livestream-Format sehen. Das heißt, wir werden ein Studio dahin bauen, aber wir werden auch Livestreams aus Wohnzimmern machen, beziehungsweise aus der Küche. Denn das neue Smart Home und die neuen verbundenen Geräte der Zukunft, die stehen im Wohnzimmer, die stehen in der Küche, vielleicht auch im Schlafzimmer. Keine Angst, es wird keine Pornhub-Live-Variante werden. Aber das möchten wir ganz einfach tun. Denn ich glaube, wir haben genug Erfahrung, um sowas zu machen. Und was wir mit der Tech-Lounge jedes Jahr vom Mobile World Congress, CeBIT und IFA machen, das können wir einfach auch umsetzen und hier aus Taipei am Wochenende für euch eine Live-Show machen, in der wir die neuesten, die neuesten technischen Neuheiten, großartiges Wort, aber zumindest die neuesten technischen Errungenschaften euch vorstellen und mit euch darüber diskutieren. Das kostet natürlich Geld, das müssen wir irgendwo erstmal umsetzen, dafür brauchen wir Geld. Was mir aber viel, viel wichtiger ist, und das ist eine Sache, die einfach auch schon seit Jahren läuft, ist, dass Mobile Geeks keine One-Man-Show mehr ist. Wir haben mal angefangen, ich bin alleine hier rübergezogen nach Taiwan. Nicole ist 5 Monate später nachgekommen, hat also ihren Job für dieses Startup hängen lassen. Dann hatten wir mal 400 Euro Leute. Wisst ihr was? Mittlerweile arbeiten 6 Leute in Vollzeit für Mobile Geeks. Das heißt, wir haben 6 Leute, angestellt und denen eine Existenz gegeben. Die Leute wie Kasi, wie der Bernd, die ihr nach außen hin seht, aber auch im Backend wie Jan, der sich um unser SEO und die Seitenstruktur kümmert, aber auch unser Entwickler Melanio, die leben von Mobile Geeks. Das ist deren, es gibt keine andere Einnahmequelle. Darüber finanzieren die ihren Lebensunterhalt. Und die werden bezahlt wie Angestellte, arbeiten im Grunde genommen aber wie Firmengründer. Das heißt, die haben ein wahnsinniges Pensum jeden Tag und da müssen wir was tun. Wir brauchen ein paar neue Leute. Wir haben welche eingestellt mit Vera und mit Marco. Das sind Studenten, die auf 400-Euro-Basis für uns arbeiten, einen super Job machen, tolle junge Talente. Wir haben jemanden, den Daniel, der aber auch wieder zur Uni muss, der von uns bezahlt wird für Testberichte und dass er zu entsprechenden Veranstaltungen geht. Aber wir wollen da mehr tun. Ich möchte ganz gerne ein neues, junges Talent hier nach Taipei holen, der oder die, sehr, sehr gerne auch die, mit einem Jahr mit uns hier zusammen verbringt und eigentlich all das vermittelt bekommt, was wir über die letzten Jahre hier gemacht haben. Wir mitnehmen zu den großen Events der Hersteller und zeigen, wie Tech-Blocking funktioniert und zeigen, wie ehrliches und transparente Content-Erstellung im Tech-Bereich klappt. Wir möchten jemanden hier rüberholen, aber genauso möchten wir ganz gerne jemanden einstellen in den USA, ganz, ganz, ganz wichtig, aus den USA berichtet. Und dafür brauchen wir entsprechend Geld. Zumindest so lange, bis wir auch diese anderen Hubs monetarisiert bekommen. Und deswegen bin ich auch in einer Tour unterwegs. Liebe Leute, ich mache keine Mitleidstour. Dieses Jahr habe ich 300.000 Meilen abgeflogen. 300.000 Meilen im Flieger gesessen. Das ist dann irgendwie so summa summarum irgendwie so 12, 13 Mal um die Welt in einem Jahr. Das heißt, ich reise wie AC/DC und werde gezahlt wie Gunter Gabriel. Ich sage das die ganze Zeit und immer wieder. Aber es ist nun mal so. Das macht mir auch überhaupt nichts aus, weil
Jeder Cent geht in Mobile Geeks rein. Mir macht diese Firma wahnsinnig viel Spaß und letztendlich lassen wir hier ein Start-up laufen. Es geht hier nicht darum, sich dumm und dämlich zu verdienen, ansonsten wäre ich schon wieder zurück in der Industrie, sondern das ist eine Lebensaufgabe. Und Mobile Geeks macht mir verdammt viel Spaß. Und genau deshalb frage ich euch und bitte euch als Community darum, das zu verinnerlichen und uns ganz einfach dabei zu unterstützen. Und es geht nicht darum, irgendwie Sachen hinter einer Paywall zu verstecken oder jemanden, der bezahlt, andere Features zu geben. Das wird es bei uns nicht geben. Ich glaube an die Community und ich glaube an die Solidarität der Community. Denn wenn ihr gutes, unabhängiges Tech-Publishing haben wollt und Blogging haben wollt, mit ganz, ganz, ganz viel Meinung dabei, dann seid ihr, glaube ich, bei uns richtig. Und wenn ihr meint, dass das unterstützenswert ist, dann macht das doch ganz einfach. Ihr werdet diesen Slider sehen, ihr bekommt nochmal alles aufgelistet entsprechend auf diesem Artikel. Und dann hoffe ich, dass wir mit euch zusammen, noch einmal, das ist keine Pallenberg-Show hier, dass wir alle mit euch zusammen den nächsten Schritt gehen können und dass ihr vielleicht einmal 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 festangestellte Leute bei Mobile Geeks begrüßen können, weil genau dann können wir das alle zusammen aufbauen und eine ganze Ecke mehr machen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Anmerkungen habt, dann haut es in die Kommentare. Aber ich möchte euch vor allen Dingen um eines bitten. Und das mache ich wirklich sehr, sehr selten. Wenn euch das gefallen hat, ich weiß, es war ein langer Monolog, dann teilt es. Und dann helft uns dabei, dass wir unabhängiges Tech-Blogging auf die nächste Stufe in Deutschland packen. Und das können wir schaffen. Wir alle zusammen. Vielen Dank.